Ja, hi. Hier ist der Preußensondler. Ich war heute mit Sonic und seinem Bruder Stefan Sondeln. Das ist die Fundausbeute von heute. Das Ding gehört nicht dazu. Weg. Ja, als erstes hatte ich diesen kleinen Silberring gefunden. Ich dachte erst, dass das so eine Art Kaugummi Automatenring ist, aber das scheint wirklich Silber zu sein. Wo waren Litte? Also hier, ja, immer rüber gestrichen und schon, ja, leuchtete es silbrig. So, dieser Ring, das ist mit einer meiner größten Enttäuschungen, die ich beim Sondeln gemacht habe. Das Ding sieht ja nun wirklich aus wie ein Goldehering oder etwa nicht. Also will das irgendeiner bestreiten, dass das Ding nie aussieht wie ein Goldehering? Ist auch relativ schwer, aber wenn man sich den genau anguckt, und das habe ich natürlich, wo waren die Stelle, sieht man, dass der nur vergoldet ist. Und innen ist auch schon so eine Schrift drauf. Ja, und das ist keine Gravur. Da seht ihr das? Warte mal, vielleicht kriegt ihr scharf. Das geht immer besser, wenn ich das vor einem dunklen. Innen ist auch eine Gravur, die aber nichts irgendwie mit Ehering oder so zu tun hat. Ist das falsch rum? Ja. Das ist sowas wie goldplatiniert, also vergoldet, maximal. Ja, das ist auf jeden Fall keine Gravur von einer geschlossenen Ehe. Es ist kein Goldring. Ey. Ich gebe zu, ich war reichlich enttäuscht, ja. Na gut. So ist das Leben halt. Also gebe ich auch wirklich zu, dass ich da schon sehr traurig war. So, das ist eine Münze, die wirklich mega dünn ist. Und ich hoffe, dass da noch irgendwas drauf ist. Die habe ich gefunden. Das war auch total abgefahren. Ich habe ja nun nicht gerade den leistungsfähigsten Detektor. Aber nun nach knapp 2 Jahren kenne ich mich mit dem Teil eben ganz gut aus. Und da lag ein ziemlich dicker Baumstamm und ja, da bin ich so am Baum entlang gegangen und auf einmal schrie mein Detektor einmal mit einem hohen Ton auf. Und dann bei leichten Schwenken kam aber eben kein Ton, aber hin und wieder, immer wieder im gleichen Bereich ein Ton. Dann habe ich Sonics Bruder kommen lassen, Stefan, der hat einen wirklich besseren Detektor. Und ja, da sprang das Signal auch ständig und dann haben wir den Baum weggerollt. Ja, und dann lag Tatsache direkt unter dem Baum diese Münze. Ich denke, dass die wirklich alt ist. Ja? Und ich habe auch schon mal so ein bisschen geguckt. Da ist auch irgendwas noch drauf. Also irgendwas ist drauf. Ich zeige euch das, garantiert. So, naja, und dann. Halt hier wieder die Rentenpfennig, Reichspfennig, eine Musketenkugel. Über den Fund habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, das ist vom Union Hilfswerk. Das ist eine Axt. Ja, das müsste hier so, glaube ich, so, ja, so eine Art orangene Perle sein. Und von dieser Art habe ich ja schon zwei Sachen gefunden. Ne? Einmal dieses Schild. Das war übrigens völlig ohne Perle, soweit ich mich erinnere. Und noch eine andere Axt. Und ich glaube, da fehlt die Perle drauf. Sieht man ja eigentlich auch, wa? Ja, das ist schon sehr cool. Union Hilfswerk aus dem Dritten Reich. Interessant an diesen Funden generell, die habe ich alle an einer Stelle gefunden, dass alle diese Abzeichen eben wirklich noch die Nadel hinten drauf haben. Das betrifft im Prinzip auch hier, was ist das nochmal? 1. Mai. Die hat alle an diesem Ort gefunden. Gut, hier ist nun die Nadel weggerostet, aber sie ist halt da. Was ich damit sagen will, ist, das hatte ich auch in einem meiner Videos schon mal erzählt, diese Abzeichen wurden in dem Sinne nicht wirklich verloren. Ja, meistens sind ja dann irgendwie, ist die Befestigung der Nadel abgegangen und dann hat man halt diese Abzeichen verloren. Nee. Da, wo ich halt gerne mal sondeln hier, muss man ein Haus gestanden haben. Was sie gesprengt haben, da findet man auch Steine und so weiter, also von einem Haus. Und da habe ich eben ganz viel so Haushaltsgegenstände gefunden und eben auch diese Spielsachen, ja. Und dadurch, dass die Nadeln alle noch dran waren,
wurden diese Abzeichen definitiv nicht verloren, während sie jemand getragen hat. Ne? Die, wie gesagt, wenn das Haus gesprengt wurde oder eine Bombe, dann sind die halt da durch die Gegend geballert. Und deswegen sind überall die Nadeln noch dran. So, das sind meine Geldstücken, Renten und Reichspfennige. Was ist das? Das ist Deutsches Reich, Weimarer Republik, die beiden. Ja, das sind irgendwie 10 Groschi, meine ich. Na, sieht man das vielleicht, wenn ich es ins Licht halte? Da sind sie, da sind sie. Da muss ich nur noch rauskriegen, wie alt die sind. Ja, dann der ganze DDR-Kram, wieder mal mein 20er, drei DDR-Pfennige, ein Knopf. Dann dieser Schlüssel, das ist ein DDR, naja, so eine Art Zahlenschloss. Ne? Hier konnte man drehen und dann musste man halt die Kombination wissen. Der Ring fehlt halt. Ja, das ist ein ganz typischer DDR-Schlüssel. Diesen kleinen süßen Elefanten, das ist im Übrigen auch kein Gold, ja. Den habe ich allerdings aber gestern schon mal gefunden. Ist doch auch ein hübscher Teil, wa? Ja. Ja, naja, gut, dann hier die Dinger, die liegen ja da in Massen rum. War noch irgendwas? Ja, hier weiß ich noch nicht so genau. Da habe ich auch irgendwie. Naja, das wird wahrscheinlich auch einfach nur ein Drecksplitter sein. Und das muss ich mir halt auch nochmal genau angucken. Kann ich auch noch nicht genau sagen, was das ist. Das Video wird für euch mit Sicherheit gleich weiterhin. Ich werde so im ganz Groben ein paar Dinge reinigen und dann ja, zeige ich euch das. Ich halte erstmal an und für euch geht es ja dann auch gleich weiter. Ich mache doch anders. Weil das Video ist ja auch schon 6 Minuten lang. Nee, ich beende das jetzt erstmal und zeige und werde dann nochmal ein Video hochladen mit den hier reinigten Funden. Aber eventuell morgen erst, ja? Also macht's gut, bis dann, ciao.